Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Zombie-verseuchten Folge Dead Island. Wir sind immer noch hier auf der schönen Urlaubsinsel Hanoi. Der Havi, da wird da hinten irgendwo gegrillt und vergiftet. Der Tom und ich, wir stehen immer noch hier schön am Anfang und looten uns durch die Gegend und gucken uns hier so ein bisschen noch das Urlaubsparadies an. Das ist ganz schick hier, oder? Was meint ihr? Ja, ich könnte hier bleiben, bin ich ehrlich. Bei mir ist jemand, der ist vergiftet. Andy Garrison. Ja, das ist. Mit dem sollen wir reden, aber du bist. Nee, ihr seid. Nee, ich bin nicht bei der Hauptmission, ich bin bei einer Nebenmission. Ja, aber das ist ja trotzdem klar. Kacke. Ja, was soll ich jetzt machen? Na, red mit ihm, da können wir die Nebenmission immerhin dann annehmen irgendwann. Ja, okay. Andy, komm mal her, meiner. Hätte ich gesagt. Wenn nicht, gehen wir einfach mal hin. Ah, wir sind. Wo Säule bin ich? Oh ja, jetzt kommen wir alles wieder. Hallo, wir oh, sehen das doch. Achso. Schade. Ey, Tom, ich glaube, wir sollten hier gar nicht sein. Nee, ich glaube auch nicht. Mann, mein Hackfleischmesser ist kaputt, mach mal kalt. Zack. Okay. Ich glaube, wir sollten hier erstmal weggehen und zur Mission. Ich denke auch, wir gehen erstmal zur Hauptmission. Hier hoch. Hole Stanley 5 Flaschen Schnaps, das ist ja easy, die haben wir doch schon. Ich hatte schon eine. Oh, was geht denn hier ab? Hä, hey, hier lebt noch eine, oder? Ja, 5 Flaschen Schnaps. Javi, Justin, kommst du mal her, weil hier ist Hauptmission, oder, nee, das ist eine Nebenmission. Nee, das ist eine Nebenmission. Ted B, was los, mein Freund, was passiert? Jesus Christ! What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? Boah, wie emotional das gerade ist. Der ist richt traurig, Alter. Der ist ja richtig völlig, der ist völlig fertig. Der hat einfach seine komplette Familie im Pool umgebracht. Weil die ihn sonst umgebracht hätten. Alter. Oh mein Gott, es tut mir so leid für dich, mein Freund. Danke für dein Messer. Mach's gut. Du hast ein Messer von dir bekommen? Ja, das lag im Pool. Hä? Das hat der eine Zombie da stecken gehabt. Ich hab keins. Vielleicht kann man doch nicht alles aufnehmen. So, rein, ja. Rein hier in die gute Stube. Oh. Halt dein Maul! So. Radio. Erstmal ausmachen. Ja, erstmal schön wegen der GEMA ausmachen hier. Ich mach die Tür auf, ja? Ja. Also, ich muss jetzt hier wieder. Justin, wo bist du eigentlich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Du bist ich eigentlich zu euch, aber ich finde keinen Weg. Du bist völlig falsch gelaufen. Tom, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja. Oh, ein schöner Fernseher. No Signal. Aber. Ah! Oh. Hilfe. Ich hab die Zugangskarte gefunden. Oh, der kam auf einmal. Ich glaube, wir haben gerade die Hauptmission gemacht. Ja, wir haben die Zugangskarte gefunden. Wir können. Der kam auf einmal durch die Tür. Alter, wir können zurück. Oh, hier liegt ein Messer, Tom. Der Zombie hier. Ich weiß nicht, kannst du es nehmen? Ja, diesmal kann ich es nehmen. Jetzt ist es bei mir auch weg. Also wir können nicht alle Waffen gleich nehmen. Okay. Aber die Waffen gehen auch recht schnell kaputt. Die kannst du, später kannst du Waffen wieder reparieren und wenn du die verbesserst, später gehen die nicht so schnell kaputt. So, ich dachte, man hat immer so eine Waffe, die man halt immer hat. Alter, weint immer noch, der Typ, ne? Das hörst du die ganze Zeit, Alter. Wir sind mit der Hauptquest durch, Justin. Kommst du irgendwie wieder zurück? Ich finde nicht zu euch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh Gott, ey. Ja, du bist doch hier. Ach so, hallo. Ist der Typ da ja tot? Einfach so die ganze Zeit im Busch. Ich finde nicht zu euch. Scheiße, ey. Okay. Ey, ich war komplett woanders. So, was ist jetzt hier? Wir gehen zurück zur und beenden die Hauptmission, würde ich sagen, wir oder? Wir gehen dort zurück, ja. Geil. Jetzt haben wir einen Bauplan bekommen. Bauplan. Ah, jetzt haben wir hier zum Beispiel auch noch andere Quests. Guck mal, jetzt haben wir hier hinten eine Quest. Echt? Ja, hier hinten. Ich kann gerade irgendwo B drücken. Hier, mit dem können wir reden, mit Steven. Okay, ich geh mal hier raus, also ich kann nicht hier. Er will Maggie suchen.
Das ist Schwierigkeit 2 von 5 Totenköpfen. Na dann, suchen wir mal Maggie, würde ich sagen, ne? Die Verlorene, suche Maggie. Wo auch immer Maggie sein wird. Naja, dann, das Problem, also das wird uns ja jetzt nicht mal angezeigt, oder? Nee, irgendwann im Laufe des Spiels wirst du die dann irgendwann mal finden, oder können wir jetzt die Quest so annehmen, dass das uns angezeigt wird? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, dann, dann müssen wir mit Cinemoy gleich wieder sprechen. Okay. So, jetzt, hier, jetzt müssen wir zur Rettungsschwimmerstation. Okay. Ich glaube, das wird auch unsere nächste Base, die Rettungsschwimmerstation. Bin ich. Okay, das ist jetzt, das wird auf der Karte angezeigt. 200 Meter, Alter, was? Naja, dann ab die Post. Ey, wie viele Errungenschaften du hier kriegst. Für jeden... Schaffst du ganz mal wieder zurück? Scheiß. Wo bin ich schon wieder? Du bist schon wieder komplett woanders. Warum gehst denn du immer irgendwo hin? Kann man die Autos nicht nutzen. Das wäre cool. Warte, ich bin auf dem Weg. So, was habe ich denn hier? Übrigens, ihr seht auch, welche Schaden die ganzen Waffen machen und so, ja? Ja. Ah, ich kann aktuell nur... Also mein Basie macht den meisten Schaden aktuell. So. Gut, ich habe jetzt mal noch ein Messer. Mit rechter Maustaste kannst du übrigens die Sachen auch werfen, Tom. Ach so, okay. Also wenn du die gedrückt hast und dann linke Maustaste drückst, kannst du Sachen werfen. Justin, wo bist du? Da. Bei Tom. Okay. Der steht mit bei mir hier. Ist da drüben was? Na, hier war so eine Waffenkiste oder was. Oh, das warte, halt. Da möchte ich auch mal hin. Was ist da drin? Irgendein Stock. Irgendein scheiß Stock, Alter. Was zum Henker? Was soll ich mit dem scheiß Stock? So, gehen wir mal zur Dingsmission. Okay, dann wollen wir mal, ne? Ab zur Hauptmission. Tralali, tralalu, tralala. Oh, oh. Nice. Die ist viel Geld wert. Wir müssen hier unten lang, oder? Ja. So, wo sind ja welche, ne? Ich höre sie da. Oh! Alter! Ich steche ihn ab! Ich steche ihn ab! Also man muss da irgendwas drücken, um sich da... Ja, ich glaube... Ja, linke und rechte Maustaste. Ja, genau. Linke, rechte Maustaste musst du abwechselnd drücken. Oh, hier ist ein Pfade. Noch ein schönes, rostiges Rohr. Paar Nägel. Wo ist jemand drin? Da. Ach, da. Junge, auf in die Ecke mit dir hier! Stechen ab! Stechen ab! Happen. Na, hier ist ein Hammer drin. So, hier ist nichts passiert. Oh ja, ermüdender Hammer. Nehme ich auch mit. Seht ihr auch nur drei Waffen? Ja, du musst das nachher leveln, damit du mehr alle Waffen siehst. Wenn du I gedrückt hättest, kannst du da in dein Inventar gehen und siehst alle deine Waffen, die du bislang aufgesammelt hast. Aha. Wenn du dann eine Waffe auswählen würdest und die zum Beispiel auf so eine Schnelltaste legen würdest, musst du Doppelklick auf diese Waffe machen und kannst ja dann aussuchen, auf welchen Slot du den legst. Okay. Und Messer! Stich! Der geht völlig auf, Alter. Stich! Stich! Kann man noch. Die lebt immer noch. Ich hab sie. Was kann man? Kannst du coole Sprungangriffe machen oder so? Ja, das musst du auch leveln. Mit. Stich! Oh. Ja, ich wollte mit Tom handeln, was? Was? Handel wurde vom Handelspartner abgelehnt, ja, Alter. Was ist denn mit dir handelt? Bist du wahnsinnig, will nicht handeln. Stich! Und Kick! Und Stich! Kommt ihr klein! Oh, Hilfe! Zack, Alter. Komm schon, Stich! Ja, ja. Schön, also in den Rücken. Ich mach schon mehr Schaden, wenn ich auf den Kopf zähle. Weil ich das gelevelt habe. Nice. So, was gibt's hier? Unser nächster Zombie. Oh, schön, schön Alkohol. Ich knack die Tür auf, Jungs, hilft mir! Beschützt mich! Welche Tür denn? Beschützt mich! Wo knackst denn du eine Tür? Auch da. Oh! Stich! Stich! Ja, mach das. Meine Waffe macht keinen Schaden mehr! Und werfen! Bam, Alter! Meine Waffe hat keinen Schaden mehr gemacht. Oh, Bauplan Assassinengift! Was habt ihr? Ich hatte die ganze Zeit aus Versehen mit jemandem. Alter, grausamer Baseballschläger, blau, wer hat denn den gehabt von euch? Ich.
Ich hatte auch. Ich hatte auch einen Basie, der kaputt ist. Ich habe gerade 9 aufgenommen. Ich habe sogar 2. Was habe ich denn jetzt überhaupt alles? Ich glaube, irgendwann kann man keine Waffen mehr aufnehmen. Ja, du kannst nur so und so viele Waffen aufnehmen. Da musst du dann irgendwann. So, anderes Messer hier auswählen. Ja, was ist das hier? Ach, einfach nur ein Abgenutzerstock. Okay. Ah, du findest halt so viele Waffen. Ja, Alter. Ja, aber später kannst du richtig crazy Waffen noch. Was war jetzt los? So, dann. Es gibt auch später Schusswaffen. Ich höre hier jemanden schreien. Ich höre auch wen schreien. Ist da ja unter uns? Nee, hier, raus? Hier, bei mir. Ach so. Der ist im Auto. Helft ihn. Ich helf dir, mein Freund. Ich hab keine Ausdauer mehr. Er ist im Auto drin. Der steht im Auto. Er ist tot, oder? Ja. Die ist nicht tot. Vor allem, wie sitzt der Typ hier in dem Auto? Oh, fuck. Fuck. Jesus Christ. If you hadn't come along. You wanna come with me? I'm gathering any supplies I can find at the Water Sports Rental Kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Sollen wir dem jetzt folgen? Ich habe es nicht komplett mitgelesen. Ich weiß es gerade gar nicht. Der will irgendwo hin. Also hier rein wahrscheinlich. Oh, ein Messer. Tauchermesser. Oh. Oh. Ermüdendes Tauchermesser. Das nehme ich. Alter, man kann hier craften. Oh, ich hier ist noch ein Sammlerstock. Man kann ja craften, Jungs. Ah, hier können wir uns zum ersten Mal Waffen craften. Und da ihr kannst auch Waffen reparieren übrigens. Glaube ja, ich. Upgraden und upgraden. So, da kann ich jetzt erstmal den grausamen Baseball. Was kostet das denn? Reparaturkosten 64. Wo sieht man, wie viel man hat da oben? Okay. Dann reparieren wir den mal, weil der Basie ist cool. So, upgraden kannst du auch. Okay. Und modifizieren. Bauplan, Schlitzer, Baseballschläger. Mit Klebeband und Draht und so eine Sachen. Mit einem Kreissägenblatt ist dann der. Ist dann der. Baseballschläger, das mache ich. Alter, wie nice. Ich glaube, ich habe jetzt einen Baseballschläger. Oh, hier, ich habe eine Kreissäge an meinem Baseballschläger. Jetzt geht's ab. Irgendwann geht die halt auch kaputt. Ja, aber die kannst du immer wieder reparieren. Aber wenn die kaputt geht, verlierst du die oder? Nee, die geht nur kaputt und dann kannst du die nicht. Also dann macht die keinen Schaden mehr und du kannst die aber wieder reparieren. Ach so. Aber es gibt auch Waffen, die kaputt gehen, wie das Patte und der Stock oder so, die verlierst du dann. Okay. Oh, da kommt eine! Schön aufgeschlitzt mit dem Basie. Der macht Schaden, Freunde! Oh! Bein weg, Kopf weg, alles weg. Schließ, 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 stich, stich. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts, das geringste gesehen. Ich hab's gesehen. Ich bin vor der Schatzjäger. Oh, stich, stich. Alter, was hat denn hier geschrien? Der hier. Ich komme. Tritt. So. Ja, da frisst du ihn. Machen alle. Junge, auf den einschlagen. Boah, Alter, die Kreissägenwaffe ist so geil. Alter, da ist noch einer. Ich verliere recht schnell. Kick! Dauer. Alter, mein Messer ist schon wieder kaputt. Alter, die Kreissäge zerberstet alles. Wir müssen eigentlich zurück für die Mission. Ja, ich will erst noch hier auf Alter, die... Alter, wie viele sind hier? Kreissägen-Action! Wohohoi! Oh! Ich brauche Ausdauer. Oh, Alter, das sind aber viele. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wo musst du kurz eine Waffe wechseln? Der hat keinen Arm mehr und schlägt mich trotzdem, die Sau. Kopf weg, mein Freund. Jawohl! Ich hab keine Ausdauer, Jungs. Jetzt! Stich, stich, dreht, schließ! Boah, Alter, wie viele? Weg mit dir! Alter! So, mein Freund. Jetzt ist aber Schluss hier. Ah, das macht schon ordentlich. Oh.
Sammlerstück, Ausweis Nummer 2, oh. Oh, das ist gut. Das würde ich auch gerne haben. Ausweis Nummer 1 habe ich nämlich. Stacheldraht, das ist auch gut. Alles mitnehmen. Stehen hier noch ein paar Energy Drinks rum zum Trinken? Oh ja. Oh, das war wichtig. Weil ich habe nur noch Hälfte Energie. Ich habe vierte. Was ist hier oben noch in dem Haus? Oh, ist da noch was? Drink. Hier ist ein Energy Drink, Chris. Geil, ich komme. Schlitz, Schlitz! Komm schon! Okay. Mann, der lebt ja immer noch. Alter, stirbt! Ja, deine Waffe ist fast kaputt, oder? Kraftloses Küchenmesser. Ey, ich brauch mal einen Energy Drink. Ah, hier. Nice. Ja, die Waffe ist kaputt. Ah, danke. Komm schon, ich mach dich kalt. Du Miststück. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Lass ihn in Ruhe, Junge. Bleib liegen. Der lebt immer noch. Oh, der hindert ja auch. Die wollen es aber echt wissen hier, die Säcke. Okay, jetzt müsste der tot sein. Alter, 4 gegen 1 ist unfair. So. Ey, wir laufen völlig falsch. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Meine Waffe ist kaputt. Hast alles aufschlitzen. Oh ja, ist ja noch einer. Ey, bei mir sind irgendwie alle meine Waffen gerade kaputt. Ey, meine auch komplett, also. Oh, was ist denn hier an dem Polizeiwagen? Das wollte ich gerade. Oh! Schwaches Brecheisen. Ja, okay. Ja, das ist aber gar nicht so schlecht vom Schaden. Erstmal ausrüsten. Meine ganzen Waffen sind irgendwie kaputt. Nehme ich mal einen Schraubenschlüssel, ne? Was ist los? Ich gehe mal in Richtung Hauptmission, beziehungsweise... Oh, den nehme ich. Ausweis Nummer 3. Nummer 3, wir bauen zwei Dietriche hier. Ah, ich komm nicht hoch. Moment. Beziehungsweise Dietrich Stufe 2 braucht man hier. Ja. Da links. Ausweis. Ah, nice. Okay, Freunde, das war's wieder für die zweite Folge Dead Island, denn wir sind jetzt schon wieder bei 22 Minuten. Ich danke wie immer fürs Reinsehen, wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und die Kommentarsektion wieder voll spammen, ja? Ne, also bis zur nächsten Folge, bleibt alle schön gesund, ciao, ciao.